So, heute mache ich den Daily Kupfer wieder mal live im Stream. Es wurde gewünscht, dass ich eine Dreiermischung mache heute. Dafür passend habe ich jetzt den Alpaca Illuminati gewählt, mit seinen drei Seiten. Ja, versteht ihr. ich werde heute dann in All-Star Grape Mint etwas mischen. Ich habe da noch ein ganz, ganz kleines bisschen. Das werden wir ausputzen und so viel reinmachen, wie da noch drin ist. Und danach werden wir im Verhältnis 1:1 mit Somo Swiss Alps und Somo Miami Knights auffüllen. Und ja, das zeige ich euch mit meinem Zeitraffer und zeige dann den fertig gebauten Kopf. So, der Kopf ist nun fertig gebaut. Es hat vielleicht noch für so etwa 10% Grape Mint gereicht. Das habe ich unten gebaut und dann 50-50 Swiss Alps und habe ich jetzt immer Madagascar Forest gesagt. Ich meine natürlich Miami Knights, sorry dafür. Ja, dann spanne ich jetzt die Alufolie drüber und dann schauen wir mal, ob da noch was durchkommt vom Grape Mint hier. So, das Köpfchen ist an, ihr seht, es läuft wieder mal 1A hier. Geschmacklich ist das Ganze wirklich nicht spektakulär, weil man schmeckt eigentlich nur den Miami Knights durch. Also weder Swiss Alp noch das kleine bisschen Holster Grape Mint hat hier eine Chance gegen den Miami Knights. Also ja, das nächste Mal etwas weniger Miami Knights reinmachen. Ich würde gerne etwas mehr Holster Grape Mint reinmachen, aber leider habe ich nicht mehr. Aber ich denke so 40 Grape Mint, 40 Swiss Alp, 20 Miami Knights könnte lecker sein, wenn wir jetzt genau diese Mischung hier betrachten. Aber konnte ich jetzt leider nicht umsetzen, wegen meinem Holstermangel. Aber ja, wie gesagt, nicht sonderlich spektakulär die Mischung. Aber dann war es auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns morgen wieder.